Hallo? Ich weiß ja nicht, ob es es aufnimmt oder was. Das ist für mich ganz neu, die Technik. Aber ich versuche es einfach mal. Ich habe heute ein super Paket bekommen. Wir hatten bei der Facebook-Tauschgruppe Candy Cards, ach nein, nicht Candy, ja, Candy Cards, Kartenleger, Flip-Back-Tausch, ein Loaded Envelope-Tausch gemacht. Ich hatte mir ausgesucht, auf Anraten das Thema Halloween. Und heute kam ein Paket, also ich bin super geflasht davon. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Es ist super, super schön. Hier mit diesen Wattespür, alles voller Spinnen und Tausendfüßler und wieder Spinnen und eine Fledermaus. Also echt, echt super gemacht. Ganz große Klasse. Ich versuche es jetzt auszupacken. Und ja. Ich muss ab und zu mal gucken, ob das läuft hier oder nicht läuft. Weil das ist für mich ja Neuland. Ja. Also die Zeit, die läuft. Okay. Ich hoffe, dass es gut kommt. Das ist hier der Umschlag. Super, super schön. Mit schönen Servietten eingepackt. Auch Spinnen. Alles so in Halloween-Style. Also ich lege jetzt mal die Dose hier weg. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was hier alles drin ist. Ich sehe hier Tags. Echt mit Halloween und Boo. Und hier diese Hand. Das ist eine Haarklemme. Also das habe ich ja noch gar nicht gesehen, sowas. Super. Und hier war ein, naja, leider ist es was kaputt, aber. Das kann ich mir wieder ankleben. Todeskopf, eine Paperclip im Schädelstyle. Super. Hier mein neuer Halloween-Sack. Ich mal sehen, was da drin ist. Oh, wow! Wow! Holy moly! Fledermäuse, wie geil sind die denn? Das ist ja der Hammer. Wow, und Kürbisse. Oh, schaut euch das an. Wow, schaut euch das an. Wie geil ist das denn? Das ist doch mal echter Hammer. Boah, wo kriegt man denn sowas her? Das habe ich überhaupt noch gar nicht gesehen, sowas. Und die Pompunen, also, naja, die Kürbisse. Wahnsinn. Also, ich bin jetzt schon hin und weg und da ist noch gar nicht alles ausgepackt. Hier hat sie mir von diesen Karten innen getan. Die sind auch wieder mit Kürbisse und ein Schloss und eine Hexe. Hinten drauf auch immer dasselbe. Ein Schloss. Also echt, echt super. Wahnsinn. Supi. Dann, was eigentlich für mich auch noch Neuland ist, hat sie mir von diesen Candy Cards mit innen getan. Natürlich auch im Halloween-Style. Hier eine hängende Fledermaus. Seht ihr das? Wie geil ist das denn? Oder hier der Hut. Wahnsinn. Und natürlich hier Glitzerpapier. Und hier hinten auch. Auch wieder. Und hier so eine Shaker-Blume. Wow, echt, echt super. Hier hat sie meine schöne Halloween-Karte, Happy Halloween-Karte in getan. Auch hier wieder mit dem Schloss, mit Schmuckschloss und Pompon, also Kürbisse. Ja, ich muss umschlagen, ich wohne in Holland und ab und zu kommt das Holländische dann durch bei mir. Wow! Halloween-Konfekt. Das ist ja mal geil. Das habe ich ja überhaupt noch gar nicht sowas bei mir. Kürbisse,
Spinnen, Fledermäuse, Fledermäuse und Katzen in Schwarz und alles in Orange. Wow. Hier hat sie mir dann einen Clear-Stempel getan. Congratulations and happy birthday to you. Mit Paris und Kaffee. Ja, echt super. Echt super. Hier ein Trinkröhrchen auch mit Kürbisse. Echt Halloween-Style. Wow. Natürlich ist hier auf dem Umschlag auch wieder eine Spinne und ein Ticket. Ein Tequila. Hier hat sie mir zwei von diesen Trick-of-Tray-Trinkröhrchen gemacht. Na, super Idee, also wirklich ganz große Klasse. Echt super gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ihr das? Ja, super. Habe ich jetzt mal zwei von die Hände. Ja, hier ist nochmal so eine Hand. Auch wieder so super eingepacktes Päckchen. Wo kriegt ihr denn das Zeug alle her? Mann, bestimmt AliExpress. Wow! Schaut euch das mal an. Kleckse. Wie geil ist das denn? Oh, Entschuldigung für meine Aussprache, aber... Ist so, wenn man Kinder hat von 12 und 16, dann lernt man das. Nein. Das ist ja mal super schön. Kleckse, vielen, vielen Dank. Kann man immer mal gebrauchen, sowas. Und ja auch noch mal ausgeschnitten oder ausgestanzt. Das muss ich das mal ganz raus. Schaut euch das mal an. Ein Hexenbesen und wow. Solche kleinen... Solche kleinen Blumen hier. Oder was sind das? Zeichen und hier alle mal ein Hexenschuh. Ein Hexenschuh. Und nochmal. Alle von den kleinen Stanzteile. Auch nochmal hier ein Schuh. Und hier nochmal. Ich leg das mal jetzt weg hier. Nochmal was. Kürbisse. Kürbisse. Und. Das ist ja mal cool. Eine Hand. Das ist ja mal echt super. Vielen, vielen Dank. Weil Halloween, also wenn jemand bei mir das Thema Halloween gewählt hätte, ich hätte diesen Style überhaupt nichts gehabt. Also das ist mir schon... muss ich wieder einpacken. Vorsichtig wieder einpacken alles hier. Ja, ich mache es dann. So. Ja, ich lege hier die Schere liegt hier rum. So. Was haben wir denn hier noch? Nochmal so ein Tütchen. Das sind wie Bäume ausgeschnitten. Und ich sehe hier was, ein Baum mit Federn. Und das ist ja wirklich also ganz, ganz super gemacht. So Federn mit Federn drauf oder Blätter oder was soll das sein? Ja, auch nochmal ein Baum. Verschiedene Farben hat sie mir denn gemacht. Also da kann nun Halloween beim Jahr auch kommen. Und alles so super schön eingepackt. Ja, ich habe natürlich auch alles ein bisschen schön super eingepackt, aber wenn ich das sehe, da wäre ich neidisch, dass irgendwie was missgibt, was falsch ist bei mir. Die hat sie auch nochmal von diesen Candy Cards, aber die hat sie nicht selber gemacht. Die hat sie gekauft, die kommt von der Action. Oder nicht? Mit Knöpfen drauf, ein Smile. Was haben wir denn noch hier? Oh, so viel noch hier unten. Wow! Oh, noch mal eine kleine Spinne. Ja, noch mal, wow, noch mal so einen super großen Kürbis. Hast du den selber gemacht? Geklebt. Der ist ja mal schön. Der ist ja mal genial.
hinten natürlich auch wieder bling bling. Und von hinten sieht er so aus, auch wieder diese Tausendfüßler mit diesem Pompon, also mit diesem Kürbis. So, liebe Nadine, ganz, ganz vielen Dank für diesen schönen Umschlag. Hat mich sehr gefreut. Und bis zum nächsten Mal. Danke.